Hey Leute, was geht? Wie ihr seht, bin ich gerade noch ein bisschen hier am Shisha-Topf basteln und Cola gleich anmachen. Ich habe euch versprochen, dieses Frage- und Antwort-Video rauszubringen. Es ist ein bisschen verspätet, weil ich auch persönlich jetzt viel zu tun hatte. Aber ich dachte mir, hey, jetzt habe ich Zeit am Abend mal. Es ist eigentlich schon sehr spät, ja. Aber ich dachte mir einfach mal so, ja, du hast Zeit, machst dir einen chilligen, machst dir einen Shisha-Topf an. Und dann hätte ich gesagt, machen wir das Frage- und Antwort-Video. Ich bringe jetzt nur noch eben schnell die Shisha zum Laufen und wenn alles läuft, dann sehen wir uns gleich wieder. Also bleibt dran. Bis gleich. Jo Leute, so wie ihr seht, läuft die Shisha jetzt und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Videos, das Frage- und Antwort-Video. Ihr habt sicherlich schon länger drauf gewartet, manche haben mich auch schon gefragt, wann das Video rauskommt. Ich hatte leider, wie gesagt, ein bisschen persönlichen Stress zurzeit, arbeitsmäßig und sowas. Aber kann ja mal vorkommen für Leute, die ein Real Life haben, ne? Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Fragen. Die Standardfrage Nummer 1, eigentlich, wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen, beziehungsweise warum hast du mit YouTube angefangen? Ist eigentlich so die Standardfrage und ich kann die ganz leicht beantworten. Ein Kumpel von mir, Afresh Melon, vielleicht kennt ihn einer oder andere von euch, hat auch einen YouTube-Kanal früher gehabt und wir wollten eigentlich zusammen YouTube anfangen, aber ich bin nie wirklich dazu gekommen, weil mein PC nie in der Nähe war und nie neben der Konsole stand. Weil ich auch früher auf dem Fernseher gezockt habe, was ich jetzt mit der Zeit auch geändert habe, weil ich finde, dass der Bildschirm besser ist, wenn man zockt. Auf jeden Fall hatte ich nie so richtig die Möglichkeit dazu und auch keine richtige Lust. Aber jetzt so nach 1,5 Jahren ungefähr, habe ich mich einfach mal aufgerappelt und mich zusammengepackt und habe gesagt, hey, ich versuch's mal mit YouTube, schau mal, wie es so ankommt und ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Und ja, wie man sieht, jetzt habe ich innerhalb von ein paar Wochen 160 Abonnenten erreicht. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Bisschen selbsteitel. Aber ich finde es cool und echt danke für die 160 Abonnenten jetzt, dass ihr wirklich abonniert habt und dass ihr auch meine Videos schaut. Finde ich echt cool und ich hoffe, dass es weiterhin auch so gut läuft. Dann die nächste Frage. Was hörst du so für Musik? Muss ich ehrlich sein, ich höre fast alles, so querbeet. Ich höre manchmal Rock, ich höre manchmal Techno. Also zurzeit bin ich hier auf dem Techno, beziehungsweise auch Hardstyle, also schon richtig Hardcore. Trip, muss ich sagen, gefällt mir einfach, pusht mich richtig auf und mir macht die Musik halt zurzeit Spaß. Aber ich wechsle gerne. Manchmal höre ich, wie gesagt, auch Rock. Ich höre auch Rap nebenbei, Deutschrap-Kollega und sowas. Ich höre einfach wirklich querbeet. Mir muss halt einfach nur die Musik gefallen, ich weiß nicht, also es gibt wirklich nichts, was mir nicht gefällt. Nur, ich kann jetzt nicht jeden Rapper zum Beispiel anhören, mir taugt auch nicht jeder Rapper oder jeder DJ. Ich habe da immer meine Richtungen, die mir halt gefallen, aber ich höre eigentlich alles. Was haben wir dann noch so? Die Frage, machst du ein Dual mit einem anderen YouTuber? Finde ich gut, die Frage, weil ich fahre diesen Samstag, besser gesagt morgen, fahre ich zum Maddening. Ist ein anderer YouTuber, der beziehungsweise ein Vlogger, der macht immer Videos, Vlogs und ja, ich finde die Videos ganz cool. Er ist zufälligerweise in der Nähe und da dachte ich mir, hey, warum machen wir nicht mal einfach ein Video zusammen? Komme ich mal einen Tag vorbei, chill mal ein bisschen, machen halt zusammen einen Vlog oder sowas. Habe ich mir halt gedacht und die Frage ist damit wohl beantwortet, dass ich eben am Samstag zum Maddening fahre. Dann die nächste Frage, mit was hast du so in deiner Kindheit gespielt? Ist mir spontan eingefallen, Barbies. Nein, Spaß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ziemlich früh angefangen zu zocken. Also ich habe schon mit 3 Jahren meine PlayStation 1 bekommen. Ja, das war echt voll cool. Ich weiß auch noch,
Da habe ich echt krasse Spiele drauf gespielt, so richtig verpixelte. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, wie gesagt, mit der PlayStation 1, mit der PS1, PlayStation 1, habe ich angefangen und bin dann übergegangen auf, ich glaube, Nintendo 64 hatte ich dann auch. Dann hatte ich sogar mal einen Sega und dann ging es mit Game Boy los. Also ich habe wirklich alles gezockt, was ging. PSP hatte ich auch, PlayStation 1, PlayStation 2. Die PlayStation 3 habe ich ausgelassen, dafür habe ich nämlich die Xbox 360 genommen und deswegen bin ich ja dann auch auf die One gekommen, weil mir die 360 gut gefallen hat und ich eben auch meine Freunde drauf hatte, also bei Xbox Live, und da wollte ich nicht wechseln, weil ich hatte damals nicht so viele, die PlayStation gezockt haben. Deswegen bin ich bei Xbox geblieben. Und ja, jetzt Xbox One, PC spiele ich auch. Also ich zocke eigentlich alles, was geht. Dann noch eine Frage, was willst du mit YouTube erreichen? Was ich damit erreichen will, ist einfach, dass ich Leute finde, die das vielleicht interessant finden, was ich so zu erzählen habe, oder eben, keine Ahnung, mich persönlich lustig finden oder ich weiß es nicht, was halt die Leute daran erfreut. Aber ich will einfach andere Leute damit erreichen, dass ich einfach was mitteilen kann, was denen vielleicht interessiert. Also, ja, ich werde jetzt nicht davon leben können. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dafür arbeite ich ja. Dafür habe ich ja das andere. Bekomme ich mein Geld. Was haben wir noch? Wie lange machst du schon Videos? Ich glaube, jetzt sind es 7 Wochen. Ich glaube, 7 Wochen. Also, wo ich jetzt den Kanal aktiv betreibe. Ja, gut, ich habe viel früher auch schon Videos gemacht, aber die kann man nicht dazu zählen. Also, 7 Wochen, würde ich sagen, mache ich es jetzt. Dann die Frage von Maddening, welches Handy hast du? Habe ich mittlerweile, glaube ich, schon beantwortet. Ich habe das Galaxy S6 Edge, wobei ich jetzt sagen muss, das Edge hätte nicht sein müssen, es hätte auch normal sein können. Also es bringt recht wenig bei dem Handy, aber ich bin trotzdem zufrieden. Nichts gegen Samsung. Dann in welchem Bundesland lebst du? Kann ich ganz direkt sagen, Bayern, Nähe München. Manche wissen es vielleicht schon, die beim Stream vorbeigeschaut haben, da habe ich es schon mal gesagt. Ja, das wäre es eigentlich schon von den wichtigsten Fragen. Viele Fragen haben sich natürlich wiederholt, wie zum Beispiel, warum hast du mit YouTube angefangen? Die Frage wurde öfters gestellt, deswegen kann man da schlecht das zusammenfassen. Eine Frage hätte ich noch von Filmin03. Wann machst du mal ein Gameplay von Minecraft? Da habe ich mir auch schon überlegt, Minecraft ist echt ein chilliges Spiel, einfach mal so, du kannst einfach irgendwas bauen, wozu du Lust hast, keine Ahnung, kannst halt übelst abchillen bei dem Spiel, gibt es keinen Stress. Wie bei COD zum Beispiel, wenn es dich übelst ankotzt, dann spielst du Minecraft, du kommst ein bisschen runter, alles ist klar. Ja, ich werde ein Gameplay von Minecraft machen, aber da werde ich mir noch einen Grund überlegen, also ein genaueres Thema. Und natürlich mit anderen Leuten, also nicht alleine, ich würde dann zu viert am besten spielen oder so. Dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß, ist ein bisschen mehr Unterhaltung dabei. Aber ja, ich werde ein Gameplay machen. Ist eigentlich die Antwort, ja. Aber ich weiß noch nicht wann. Das schaue ich noch. Ja, dann war es das eigentlich mit dem Frage- und Antwort-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde natürlich auch mal wieder eins machen, aber da werde ich noch ein bisschen warten, dass ich ein paar mehr Abonnenten habe, dass noch mehr Fragen zusammenkommen. Ich merke, ich habe die ganze Zeit nicht an der Shisha gezogen. Das werde ich jetzt erstmal machen, Mann. Sie ist fast ausgegangen. Da muss ich noch mal ziehen. Also dann war es das, wie gesagt, mit dem Frage- und Antwort-Video. Und wenn ihr nicht abonniert habt, dann abonniert meinen Kanal. Würde mich übelst freuen. Ich habe jetzt heute gesehen, dass ich genau 160 Abonnenten habe. Ich wollte eigentlich ein 100-Abonnenten-Special machen, ne? Aber das mit den Abonnenten ging jetzt so schnell, dass ich wahrscheinlich das 150-Abonnenten-Special machen muss. Oder 160.
je nachdem, vielleicht warte ich auch noch ein bisschen, dann sind es 200. Abgehoben. Nee, egal. Ich denke, das Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Abonnenten, aber das ist eigentlich scheißegal. Ich mache einfach ein Abonnenten-Special ohne 150 oder 160. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Channel und schaltet wieder ein beim nächsten Video. Jetzt am Wochenende kommt wieder ein Livestream. Am Samstag fahre ich ja zu Maddening, nehme da das Video auf. Da werde ich erst am Abend so gegen 10 Uhr streamen. Schaltet aber auf jeden Fall ein. Ich habe ein neues Streaming-Overlay und ein bisschen neues Kanaldesign auf Twitch. Schaut mal vorbei, ob es euch taugt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende. Ciao. Jo Leute, was geht? Hier ein kleines Video von mir. Ich habe vor, die Closed Beta von Homefront The Revolution, was hier jetzt schon im Hintergrund läuft, so ein kleines Gameplay habe ich im Hintergrund laufen, einfach so ein bisschen zum Anschauen.